Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich mal ausnahmsweise alleine unterwegs und gehe den Köhlerweg im schönen Braubach am Rhein. Der Weg ist 10 Kilometer lang und führt mich so über rund 380 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, dann bleibt dran. Ich befinde mich bei ungefähr der Mitte der Strecke, also wieder Zeit für mein Zwischenfazit. Die Strecke verläuft hauptsächlich durch den Wald und der Wanderer kann sich auch über den ein oder anderen Pfadabschnitt freuen. Gerade vorhin bin ich über einen etwas längeren Forstwegabschnitt gegangen, was aber auch nicht so schlimm ist. Dafür müsste ich nachher auf dem Rückweg auch wieder auf den Rheinsteig gelangen. Und ich meine, der garantiert ja häufig auch schmale Pfade. Also ich bin mal sehr gespannt, was der zweite Teil so bringt. Tour wurde mir empfohlen von Saschas Wanderblog. Grüße gehen an der Stelle raus. Und bei einer Sache muss ich dem Sascha auf jeden Fall zustimmen. Also das Wanderlogo dieser Tour ist etwas unglücklich gewählt. Ihr könnt ihr mal schreiben, an was euch das erinnert. Ich bin kurz vor dem Ziel der heutigen Wanderung, also Zeit für mein Fazit. Zum Charakter der Tour lässt sich sagen, dass es sich hierbei um eine Waldwanderung handelt, zum Teil über schmale Pfade und stets mit schönen Panoramaausblicken.
Als Tipp würde ich euch mit an die Hand geben, am Ende der Tour vielleicht mal bei der Marxburg hier im Hintergrund vorbeizuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das habe ich vor längerer Zeit schon mal selber gemacht. Kritikpunkte bei dieser Tour lassen sich eigentlich kaum finden, so ungefähr gegen Mitte der Strecke. Da gibt es einen kleineren Forstwegabschnitt, der etwas breiter ist, der fällt aber auch nicht allzu stark ins Gewicht. Dafür positiv aufgefallen sind mir die schönen vielen Blicke in das Rheintal, zum Beispiel hier in die Bopparder Rheinschleife und natürlich auch die ständigen Blicke hier auf die Marxburg und natürlich last but not least die schönen vielen Fahrtabschnitte. Daher gebe ich der Tour abschließend 7 von 10 Punkten. Ja, nochmal Dankeschön an Saschas Wanderblog für diesen Tipp. Wenn ihr nochmal Saschas Wandervideo sehen wollt, dann werde ich das euch hier oben einmal verlinken. Könnt ihr mal kurz beim Sascha reinschauen. Und ihr wisst, worüber ich mich freuen würde. Abo, Like und Kommentieren werden wir mit einem Herz quittieren.